Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt, Kunstmarathoni. Heute am 7.9.2023 am Start meines von daheim Loslaufs praktisch 2023. Ich will 2 Nächte im Wald bivakieren und es soll in Richtung Fränkische Schweiz gehen und ihr könnt mich dabei begleiten. Mal schauen, was es unterwegs alles zu sehen und zu erleben gibt. Ja, das erste Stück der Tour geht es leider noch durchs Siedlungsgebiet, aber dann geht es ab den Kellerwald in den Wald. Ja, jetzt geht es mal wieder über die Piastenbrücke. Ich hoffe, mein Knie hält euch, das macht mal ein bisschen Sorgen. Endlich bin ich auf einem Single Trail im Wald. Da ist die Temperatur auch noch sehr angenehm. Ursprünglich wollte ich ja von Buddenheim loslaufen, aber da wäre ich viel öfters der Sonne ausgesetzt gewesen. Und daher habe ich mich jetzt gleich dazu entschieden, direkt von daheim loszulaufen. Licht und Schatten sind auch immer was Schönes. Toll, wie das da hinten leuchtet. Hier sitzt ein Frosch. Ich hoffe, ihr seht ihn. Und Wasser fließt da momentan keines. Dafür gibt es hier ein paar Stechmücken. Und hier gibt es schon ein paar interessantere Felsen zu sehen. Da war wohl mal ein Sandsteinbruch. Gibt es in der Region mehrere. Beendet erst einmal für ein kleines Stück der Wald, denn jetzt geht es durch Seilbach. Aber dahinter geht es dann wieder in den Wald. Ja, jetzt bin ich schon an der Gaststätte vorbei, wo neulich der Vereinstreffer. Da war es jetzt richtig voll. Gut, dass ich jetzt noch nicht einkehren will. Da hätte ich wahrscheinlich ganz schön lang warten müssen. Ja, nach 7 Kilometern, also nicht ganz 7 Kilometern, erreiche ich meinen ersten Rastpunkt am See zwischen Seilbach und Rettener Kanzel. Ja, da steht, beschützt dich Gott beim Weitergehen, viel Glück bei Karl, auf Wiedersehen. Ja, jetzt gibt es ein bisschen sozusagen wieder auch Essen, Roggis, das ist Trockenbrot, sehr leicht zu tragen. Und dazu noch so Trockenwurst, Würste. Immer auch viel Kalorien und sind nicht so schwer. Ja, dann habe ich noch Trockenfrüchte und etwas Schokolade dabei. Und heute Abend möchte ich ja in Ebermannstadt essen gehen. Nein, in Bayer schwimmen ganz schön dicke Karpfen. Das ist total idyllisch hier. Ja, man muss nicht hunderte oder tausende Kilometer weit fahren, um schöne Natur zu sehen. Die Grünen, die reden immer von Naturschutz und von CO2-Ersparnis. Und ich praktiziere das. Bin von daheim losgelaufen und möchte dann am Schluss von Ebermannstadt mit dem Zug dann heimfahren. Viel sparsamer geht es ja fast nicht mehr. Und da hinten ist die Jägersburg. Jetzt geht es dann gleich links auf einen berüchtigten Matschweg. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Es war ja jetzt die letzten paar Tage auch recht trocken. Das hier ist jetzt der Matschweg. Hier sieht er ja recht passabel aus. Ja, da kommt der schlammige Teil. Ist aber Gott sei Dank schon getrocknet. Ja, hier bin ich gestartet. Dann ging es die Adenauerbrücke rüber. Dann zum Kellerwald. Dann nach Seilbach. Dann hier rüber. Und jetzt bin ich hier. Und dann geht es jetzt weiter Richtung Ebermannstadt. Ja, auf dem Hohlweg geht es jetzt richtig steil hoch. Aber den Schlussanstieg zur Rettener Kanzel spare ich mir heute, weil ich den Weg da runter gehen will. Weil es da dann schön im Wald entlang geht. Also weiterhin schattig sein sollte. Das sieht ja heiß aus, Schneckenspuren oder irgend sowas. Oder Harz. Jedenfalls glänzt es fast wie Diamanten. Ja, das war früher für mich mal eine schöne Berglaufstrecke. Da mehrmals rauf und runter. Speziell dann der alpine Anstieg. Schlussanstieg bei der Rettener Kanzel. Wo es dann wirklich alpin wird. Das war natürlich ein super Training. Also den giftigen Anstieg hätte ich jetzt erstmal geschafft. Hier würde es zum Gipfel weitergehen, noch deutlich steiler werden. Das spare ich mir aber heute
weichen, schattigen Weg haben will. Und da geht es jetzt diesen urigen Weg weiter. Aber nachher geht es dann auch noch auf den Fahrweg. Ein uriger Weg. Ja, hier sieht man schön die Felsen der Rettener Kanzel. Ja, rechts ist das Walberle und nach links sind schon die Berge der Fränkischen Schweiz zu sehen. Ja, das ist heute schon strahlend blauer Himmel. Ja, der Weg macht dann so nach rechts einen Bogen. Da drüben geht er auch noch weiter. Ich weiß aber noch nicht, ob ich ihn in ganzer Länge laufe. Bin mir noch unschlüssig. Hier sieht man auch schön das Walberle. Und da geht's dann zum Reifenberg rüber. Hier hat man auch einen schönen Blick auf den Hetzle, ganz im Hintergrund. Und links davon das Walberle. Ja, jetzt geht's zur Hochfläche hoch und kurz. So 30, 40 Höhenmeter wahrscheinlich. Und danach ein ganzes langes Stück runter. Jetzt habe ich gleich die Hochfläche erreicht. So in etwa 500 Meter Höhe. Hier ist das hässlich, so Warzen. Sieht das eklig aus. Und dann noch eingezäunt. Das ist ein Thema Energiewende. Kann man da nicht irgendwelche Parkplätze oder Industrietächer oder dergleichen zupflastern? Warum muss man da Ackerflächen und Grünflächen damit zupflastern? Ja, der arme Jesus muss sich das auch noch anschauen, dieses hässliche Solarfeld. Da hinten sieht man schon Burg Feuerstein. Die liegt überhalb von Ebermannstadt. 20 Hektar wurden da zugepflastert. Immerhin kann da, können da 7000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Ja, da war jetzt gerade ein Schild, dass nach Ebermannstadt noch 5,5 Kilometer sein sollen. Da bin ich, glaube ich, auch bei meinem von daheim Loslauf 2019 hier gelaufen. Da habe ich da ein kleines Stück weiter unten just das erste Gewitter überrascht. Eins von vielen während dieses Laufs. Heute sieht es toi 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 nicht nach Gewitter aus. Ja, da schüttete es damals ganz übel, da bin ich unter dieses Dach geflüchtet. Und jetzt geht's richtig weit runter. Da ganz unten müsste Russenbach sein. Ja, kleine Rast vor Russenbach. Das Wetter ist heute echt ein Traum. Hier summt's. Da freuen sich die Bienen. Der schmeckt ganz gut. Scheint schon reif zu sein. Ja, steil bergauf ist jetzt in der Hitze brutal. Da steht jetzt doch etwas die Hitze. Ja, wo geht der Weg weiter? Es sollte eigentlich irgendwo da oben auf den anderen Weg treffen. Das war mal der Weg voller Brennnesseln. Ich hoffe, ich komme jetzt hier durch. Ja, das war jetzt eine Katastrophe. Und das ist natürlich übelstes Zeckengras. Muss ich meine Beine genau untersuchen nachher. Ja, es wird der Weg. Ja, ich sehe erstmal keine Zecken. Das Kokosöl scheint noch zu wirken. Gott sei Dank wieder sowas wie ein Weg. Das war das erste harte Abenteuer. Ja, von dem Berg da drüben bin ich gekommen. Und jetzt geht's hier weiter Richtung Ebermannstadt. Ja, hier hat man wieder eine tolle Aussicht. Immerhin schon mal den Stadtrand von Ebermannstadt erreicht. Aber das zieht sich. Hier soll ein Pfad oberhalb der Häuser entlang gehen. Schauen wir halt mal. Ich hoffe nicht, dass ich wieder in so einen zugewucherten Weg lande. Ja, der wird mir jetzt zu übel. Ich gehe doch lieber dann die Straße entlang. Ja, Ebermannstadt ist dann auch das Tor zur Fränkischen Schweiz. Da ganz hinten sehe ich auch schon den Hummerstein. Ja, da drüben will ich heute noch hoch
und dann irgendwo dahinter bivakieren auf der Hochfläche im Wald. So, schnell weg von der Hauptstraße hier am Fluss entlang. Wege an Flüssen in Städten ist immer das Beste, was man sich aussuchen kann. Hätte ich jetzt auch keine zwei Pferde erwartet. So, Einkehr in Epps. Das sieht doch schön aus. Ja, dann geht's hier über einen weiteren Wiesentarm. Ja, da geht's jetzt irgendwie hoch. Die Sonne brennt immer noch, das Wahnsinn. Ja, voller Bauch, voller Rucksack, weil ich Getränke nachgefasst habe. Und jetzt geht's hier steil hoch. Ich lasse mir jetzt viel Zeit. Ja, die meisten Höhenmeter liegen wohl noch vor mir, wenn ich da so hoch gucke. Ja, hier geht es richtig brutal hoch. Aber ist egal, mich dringt ja keine Zeit. Lass mir einfach Zeit. Und da drüben beginnt ein Friedwald. Ja, in den Friedwald habe ich auch schon mal aus Versehen übernachtet. Aber das will ich mir heute natürlich nicht antun. Ja, jetzt wird es gleich noch mal richtig brutal. Ich habe schon rechts den Kreuzweg gesehen. Oh wei, Station 2. Das verheißt nichts Gutes. Es sind, glaube ich, insgesamt 13 oder so. Ja, ich schleppe meinen schweren Rucksack hier hoch. Jesus, ein Kreuz, der auf Berg Golgatha. Das war sicher noch etwas härter. Ich bin halt ein Weichei. Naja, an jeder Station ein Grüßeszeit zu Maria und ein Vater Unser. Dann haben wir genug Zeit zum Atemschöpfen, bis man dann wieder zur nächsten Station geht. Ja, ich habe ja Zeit. Wobei um 8 Uhr rum wird es schon dunkel. Und jetzt haben wir schon fast 7 Uhr. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Amen. Das war jetzt natürlich die kurze Version. Ich will euch jetzt nicht Nachhilfeunterricht in Religion geben. Station 3. Simon von Kyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen. Und wer tragt jetzt meinen Rucksack? Amen. Keiner. Da muss ich wohl durch und weitergehen. Oje, immer noch als Station 4. Das war jetzt ein ewiger Weg zwischen 3 und 4. Bei Koronika reicht Jesus das Schweißtuch da. Das berühmte Schweißtuch der Veronika. Ich weiß nicht, wie viele es da mittlerweile gibt als Reliquie. Bar waagrecht geschichtete Felsen. Die interessanten kommen erst später, die sehen wir dann morgen. Sogar ein Abdruck von der Versteinerung, wahrscheinlich von Ammoniten. Ja, bei mir läuft der Schweiß auch jetzt in Strömen. Es ist immer noch total warm heute Abend. Wahnsinn, wie es da noch rauf geht. Das soll man gar nicht glauben. Wir sind doch nicht in den Alpen. Ja, Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuze. Erst Station 5. Noch nicht einmal die Hälfte der Station. Aber irgendwie müssen sich die jetzt dann mehr häufen. Weil so weit kann es gar nicht hochgehen. Oh, da ist eine Bank. Da mache ich eine Rast, bevor es dann den Kreuzweg weiter hochgeht. Oh, da haben wir schon einen tollen Blick. Ja, hier hat man leider die Sonne entgegen. Aber man merkt, ich bin jetzt schon richtig weit oben. Auch wenn ich noch nicht einmal die Hälfte der Kreuzwegstation geschafft habe. Ja, jetzt verschwindet gleich die Sonne hinter den Horizont. Ich denke, da wird es gleich deutlich kühler werden. Und dann werde ich mir, auch wenn ich oben bin, demnächst einen Biwakplatz suchen. Ja, Jesus redet zu den weinenden Frauen. Station 6. Die Sonne hüllt jetzt hier alles in rötliches Licht ein. Wow, das sieht jetzt stark im Abendlicht aus. Alles so rötlich eingefärbt.
Ja, ich glaube, ich sollte jetzt gleich bald oben sein. Ja, das scheint schon die Kreuzkapelle zu sein. Es sind wohl weniger Stationen als sonst üblich. Sonst sind es doch mehr als 8 Stationen. Wenn man gemeint 12 oder 13. Aber egal, jetzt bin ich oben. Und jetzt werde ich mir bald einen Biwakplatz suchen. Ein Aussichtspunkt. Nochmal ein Turm. Mal schauen, ob man da hoch kann. Wow, da hat man eine tolle Aussicht. Wenn wir mal den Turm hochgehen. Grusel, grusel, da geht es ganz schön hoch. Wow, das war jetzt richtig unheimlich, hier hoch zu gehen. Aber man hat einen tollen Blick. Ja, das ist die Wallawatte. Schon beeindruckend. Und da unten ist mein Rucksack. 8 Uhr und es wird schon dunkel. Man merkt, es ist September. Weil zu schmal, da ist es ein bisschen blöd zum Biwakieren. Ja, guten Morgen vom zweiten Tag meiner Tour. Die Nacht war nicht schlecht. Nachts war mal ein bisschen geschreit. Das Tier scheint jetzt wieder da zu sein. Ja, das ist, glaube ich, ein anderes Tier. Ein Reh lief mal vorbei. Und sonst war es eigentlich ganz okay. Am Anfang konnte ich erst nicht einschlafen. Aber das ist die erste Nacht halt oft der Fall. Naja, jetzt werden wir nachher dann aufbrechen. Bin so 6:30 Uhr. Und werde so Richtung Gößweinstein dann weiter marschieren. Gerade geht die Sonne auf. Jetzt haben wir 7 Uhr. Und ich marschiere mal los. Ja, ist noch richtig frisch heute Morgen. Ein bizarrer Fels in der Landschaft. Ja, jetzt laufen wir mal zum Zuckerhut. Nicht der von Rio de Janeiro, sondern der von oberhalb Ebermannstadt. Der nennt sich, glaube ich, Kreuzberg. Hatte ich erst überlegt, ihn zu besteigen, aber das spare ich mir, weil ich ja nach Gößweinstein kommen will. Ja, ist ein schöner Singletrail auf dem Weg zum Zuckerhut. Hier geht es jetzt zum Aussichtspunkt Zuckerhut. Tief unter mir Ebermannstadt. Aussichtspunkt Zuckerhut. Da drüben ist schon Streitberg. Und hier der Hummerstein. Tolles Panorama. Da hinten sind schon ganz schöne Felsen. Und hier scheint das Licht so schön rein. Das ist jetzt gut. Hier war ich gerade am Zuckerhut. Da unten habe ich wo biwakiert. Und jetzt will ich Richtung, erst haben wir gedacht, Dreienmäusel. Ach, da wollte ich. Ja, Richtung Dreienmäusel. Weil sonst müsste ich hier die Straße entlang. Also, Dreienmäusel. Den Grünkreuzweg erst einmal. Und dann Bohlmanns Gesäß, Burg Eichenreuth. So, jetzt geht's Richtung Dreienmäusel. Hundebar, das ist gut, da kann ich etwas Wasser nachfüllen. Na, ist leider kein Trinkwasser. Was doch schön gemacht. Da hinten sind Pferde. Ja, jetzt habe ich hier mal noch einen Berg eingesammelt. Mal schauen, ob er bei Bikander genehmigt wird. Momentan laufe ich Basler wilde Pfade, die in fast keiner Karte wohl eingezeichnet sind. Ja, da sind wieder ein paar Felsen. Gibt es viele im Wald. Ja, da unten liegt Dreienmäusel, da wollte ich eigentlich zuerst durch. Aber ich würde gerne wegen die Straßen meiden. Es ist alles mit Wegen ein bisschen blöd. Ja, man muss ein bisschen Gespür haben. Ich bin jetzt hier durch und stoße auf einen Weg, der in keiner Karte eingezeichnet ist. Das hier ist jetzt ein eingezeichneter Weg, aber man sieht nichts auf der Karte. Ja, das sind ganz schön imposante Felsen. Ja, jetzt geht's zum Druidenhain. Da war ich zwar schon so circa 100 Mal, aber egal, ist ja ganz schön anzusehen, deswegen nehme ich es mal mit. Hier beginnt der Druidenhain. Sieht schon irgendwie mystisch aus. Hier hat jemand den Baum geschmückt.
hat schon auch irgendwie eine mystische Ausstrahlung. Wie so ein kleines Felsenlabyrinth. Ja, da kann man sich fast verirren. Erinnert auch ein bisschen an die sächsische Schweiz. Bloß gibt es da Felsenlabyrinthe, wo die Felsen viel höher sind. Oder in Tschechien gibt es da viele interessante Felsenlabyrinthformationen. Hier ist ein richtiges Loch, wo eine Doline. Und richtig tief ist das. Ja, das ist ja ein gewaltiges Loch. Da geht es wahrscheinlich irgendwo noch viel weiter runter. Wenn man da runter geht, könnte man das Risiko eingehen, weiter nach unten einzubrechen. Ja, hier sind dann natürlich auch einige Felsen. Ja, jetzt habe ich so einen richtigen Achterbahnkurs. Ich hoffe, meine Beine, die Knie halten durch, weil ich bin ja nicht mehr so viel gewöhnt. Ja, hier habe ich jetzt ein bisschen gemütlichen Weg. Jetzt kann ich sozusagen etwas relaxen bis Burg Gallenreuth. Und dann wird es so richtig heftig. Burg Gallenreuth, da haben wir auch schon ein paar Mal gefeiert. Das ist jetzt der Single Trail in Richtung Keldenwall und Schlossberg. Und links geht es steil zum Wiesental runter. Hier kann man etwas ins Wiesental runter gucken. Die Bäume versperren aber ziemlich die Sicht. Ja, ab jetzt wird es brutal und da kommen dann auch noch richtig viele Stufen. Ja, hier geht es schon mit den Stufen los. Ja, durch das Loch bin ich schon durchgekrabbelt. Und hier geht es mit den Stufen weiter. Stairways to Heaven. Das sind mehrere Durchgangshöhen. Hier haben wir eine schöne Felswand. Und da gehen die Stufen weiter hoch. Ja, und hier geht es mit den Stufen lustig munter weiter. Nächste Felsklotz und hier geht es weiter. Wie gesagt, Stairways to Heaven. Die wollen gar nicht enden, die Stufen. Ja, und immer so weiter. Uff, ich habe den Schlossberggipfel erreicht. Hier war mal früher eine Keldenanlage. Ja, hier war eine Keldenanlage. Ja, hier sind wir bei Überbleibsel des Keldenwalls. Die Esperhöhle. Nein, das ist erst die kleine. Die eigentliche Höhle kommt noch. Ja, da hinten ist schon die Esperhöhle. Da kommt es richtig kalt her. Hier die Beschreibung zur Esperhöhle, die ein großartiges Naturdenkmal ist und gleichzeitig eines der beeindruckendsten archäologischen Denkmäler Frankens. Das kann man durchaus so sagen. Boah, das ist richtig kalt. Und hier geht ein Loch ziemlich weit runter. Ja, hier sollte man nicht runterfallen. Da geht es richtig steil runter. Und hier geht es jetzt zur beeindruckenden Einsturzhöhle. Das ist total cool. Ja, das ist total beeindruckend hier. Hier der Blick zurück und der Blick nach oben. Das ist auch riesig. So, dann gehen wir noch in die kleinen Seidenhöhlen rein. Das sind nämlich ein paar kleine Tropfsteine, soweit ich mich entsinne. Da müssen wir mal mit Lampe rein. Ja, die ziehen sich nämlich ganz schön in die Länge. Ja, hier ist ein Tropfstein. Ja, das ist eine ganz schön große Kammer hier. Naja, dann gehen wir mal wieder raus. Also die Esperhöhle ist auf alle Fälle sehr sehenswert. So, bei Kilometer 38 etwa vor Leutzdorf.
Die Hitze ist jetzt brutal, ich sehe wie im Hochsommer. Ist doch schön. Mit Seerosen. Ja, da ging jetzt die ganze Zeit der Wanderweg an der vielbefahrenen Straße weg. Entlang da hätte man nämlich auch anders gehen können, da in dem Wald da hinten, wenn ich auf die Karte geguckt hätte. Und das nennen die Wanderweg. Sollen sich schämen. Jetzt versuche ich es hier. Da fahren wenigstens nicht so viele Autos. Und dann geht da hinten, geht irgendwo links ein Weg weg. Der geht dann bis zum Ortsrand von Gößweinstein. Uff, Rettung in der Hitze. Ja, hier geht stetig bergauf und die Sonne prallt runter. Aber wenigstens wegen Wind. Ohne den Wind würde ich eingehen. Ja, da überquert wenigstens der Weg jetzt die Straße und geht nicht nochmal an der Straße entlang. Endlich etwas Wald. Musste jetzt just außerhalb des Waldes bei der größten Hitze gehen. Ich hätte den Weg hier nehmen müssen. Leider diesen anderen Weg genommen. Ja, hier hat man doch einen schönen Blick auf Gößweinstein, auf die Burg und die Basilika. Ja, hier haben wir die Basilika. Jetzt war ich längere Zeit einkehren, habe mich lange unterhalten mit einem älteren Ehepaar aus Dresden. War recht lustig. Und jetzt geht es dann Richtung Wiesental runter. Aber vorher muss ich noch ein bisschen was einkaufen. Ja, auf den Kreuzweg verzichte ich euch heute, weil es zu warm ist und weil ich noch ein bisschen was vorhab heute. Das komme ich ein bisschen aus dem Zeitraum. Aber die Maria, die schauen wir uns jetzt noch mal in Ruhe an. Ja, bei dieser Wallfahrtskirche, da gibt es allerlei heilige Plätze. Sieht doch auch ganz gut aus mit Licht und Schatten. Und hier ist der Kreuzberg. Da ich gestern schon Kreuzweg gemacht habe, spare ich mir denn, obwohl die Runde wirklich sehr schön und empfehlenswert ist. Aber ich bin es schon so oft gelaufen. Jetzt fällt die Sonne entgegen. Ja, jetzt ist schon fast 7 Uhr. Irgendwie bin ich spät dran. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen ein Nachtlauf noch. Ja, jedenfalls habe ich jetzt Getränke voll eingekauft. Auch noch ein bisschen was zu essen. Ich habe mich einfach zu euch verquasselt in der Kneipe. Deswegen bin ich jetzt wirklich spät dran. Jetzt habe ich mir garantiert den Knöchel verstaucht. So ein Mist. Aber es geht noch. Ja, mal schauen, ob es anschwellen wird. Ich hoffe jetzt nicht. Jetzt habe ich übrigens die Marathondistanz geschafft. Aber ich war zu lange in der Kneipe, zu lange mit den Dresdnern geschmarrt. Ja, jetzt muss ich dann nach Beringers Mühle runterkommen. Recht wilden Weg. Soll irgendwas abzweigen. Ich hoffe, das klappt. Und wahrscheinlich muss ich heute ein Stück in der Finsternis laufen. Jetzt wird es immerhin auch kühler. Die Hitze ist wenigstens weg. Ja, das scheint jetzt der Weg nach unten zu sein. Ja, jetzt wird der Weg brutal. Ja, da muss man etwas aufpassen. Das ist echt ein übler Abstieg. Ja, da muss ich dann noch runter. Jetzt bin ich hier auf dem Aussichtspunkt gelandet. Wollte eigentlich runterlaufen. Naja, mal schauen. Ja, es ist ein richtiger Abenteuerweg. Bin froh, dass es jetzt noch nicht dunkel ist. Aber es wird jetzt halt leider schnell dunkel. Ja, weil es schon bald dunkel wird, weil ich jetzt doch bei Moritz hochlaufen. Nicht geplant. Nicht wie geplant bei der Riesenburg, weil da ist dann schon zapfenduster. Also die Wegweisung ist hier eine Katastrophe. Ich muss jetzt doch in die Richtung hier gehen. War in der falschen Richtung. Ich wäre jetzt wieder hochgelaufen. Auch mit der blöden Sperre von der Straße. Da war für Fußgänger was gesperrt, deswegen bin ich überhaupt nicht auf den Weg gekommen. Ich muss jetzt doch in die Richtung irgendwie gehen. Ich hoffe, ich komme irgendwie runter. Ja, jetzt geht es die gleiche Scheiße zurück. Echt eine Katastrophe. Ja, hier scheint es runter zu gehen. Ich hatte mich zu euch auf dem Frankenweg fixiert.
und bin den wieder bergauf gefolgt. Und ist mir nicht aufgefallen, weil es hier ja steil runterging. Ja, der Abstieg ist brutal, aber ich schaff's noch in der Helligkeit. Da bin ich jetzt ganz froh. Raufwärts geht's ja immer ein bisschen leichter. Und ich kenne den Weg rauf, der ist jetzt nicht so übel. Sehr steil und anstrengend, aber... Und da oben müsste ich eigentlich irgendwas finden zum Biwakieren. Ja, jetzt komme ich Gott sei Dank zur Straße runter, die ist ohnehin gesperrt. Da kann ich schön den Rest gemütlich runterlaufen. So, da geht's jetzt hoch. Ziemlich steil. Ja, Plan B ist mindestens so brutal wie Plan A. Aber ich kann da deutlich früher biwakieren. Sonst hätte ich noch 2 Stunden laufen müssen. Das ist einfach zu viel. Ich bin einfach in der einen Kneipe versumpft. Mit den Dresdner zu lange geschmatt. Ja, hier ist ein Fichtenwald. Da werde ich mir wahrscheinlich versuchen. Ja, jetzt wird es gleich dunkel. Und ich werde es hier irgendwo biwakieren. Hier sind 2 Bänke. Und werde wahrscheinlich ein bisschen in den Wald reingehen. Gucke ich vielleicht gleich einmal rein. Ja, guten Morgen vom 3. Tag. Nacht war gut, es ist jetzt ziemlich kalt, es ist kurz nach 6:30. Ich marschiere jetzt schon los, weil ich heute noch einen sehr weiten Weg vor mir habe. Ich hoffe, ich schaffe es heute bis nach Ebermannstadt. Ja, es war sogar die Nacht im Wald feucht. Hier draußen wäre man natürlich batschnass geworden. Ist schon Wahnsinn, was der Wald immer so, was das für ein Klimaregulator ist. Und wie der dann die Feuchtigkeit abhält. Ich habe ja ohne Tarp gepennt. Ja, jetzt tut mir auch noch der linke Fuß natürlich weh, weil ich mir da gestern den Knöchel verstaucht habe. Alles nicht so einfach. Ja, einen Vorteil hat es, dass ich jetzt den falschen Berg gestern hoch bin, den ich allerdings wieder runtergehen muss. Ich kann dann bei der Riesenburg hochgehen, die ja sehr sehenswert ist. Da geht's jetzt den Berg runter zum Talweg. Da muss ich natürlich jetzt wieder aufpassen, der ist bestimmt wüst. Ja, das geht's jetzt natürlich ziemlich wüst runter. Muss ich ein bisschen langsam tun wegen meiner Knie. Ja, der Weg hier ist ziemlich übel, aber ich bin relativ bald unten. Die gute Hälfte dürfte ich schon haben. Das ist ja der reinste Dschungelweg. Ja, jetzt habe ich das Wiesental erreicht. Da rauscht das Wasser so schön. Ja, die Felsen zeigen sich schon in der Sonne, wenn es hier noch schattig und kalt ist. Ein beeindruckender Fels. Jetzt geht's über die Wiesent. Und dann kommt gleich die Riesenburg. Ja, nun geht's zur Riesenburg hoch. Ja, da geht's jetzt ganz schön hoch. Mit einem schweren Rucksack. Das ist natürlich doppelt so schwer. Ist auf alle Fälle mal absolut beeindruckend. Schon eine der größten Sehenswürdigkeiten in der Fränkischen Schweiz. Absolut beeindruckend. Ja, da sind jetzt die Lichtverhältnisse nicht einfach. Ja, und nun verlasse ich das. Dieses tolle Naturschauspiel schon wieder. Ja, jetzt bin ich schon ein ganzes Stück weit oben, aber es geht noch deutlich weiter hoch. Ja, jetzt habe ich den Aussichtspunkt Rödelfelsen erreicht. Die Bäume verdecken hier jetzt auch schon die Hälfte. Früher konnte man da mehr sehen. Ja, da hinten bei dem Berg müsste es dann mit dem Wald gehen. Dann bin ich nicht mehr der Sonne so ausgesetzt. Endlich wieder im Wald. Weg von der prallen Sonne. Ja, jetzt geht es hier auch noch hoch, damit einem wirklich nichts erspart bleibt. Aber ich folge jetzt trotzdem dem Frankenweg. Ist am einfachsten. Das ist echt ein brutaler Anstieg, 20-30%. Jetzt wird es Gott sei Dank flacher. Ja, hier ist die Doktorshöhle, die werde ich jetzt mal befahren. Ja, dann gehen wir mal rein. Ja, es sind schon einige Tropfsteine hier. Hier recht kleine.
hier ein größerer. Und da geht es auch noch ein ganzes Stück hinter. Ja, ist schon relativ beeindruckend. Das ist auch noch mal so ein Kleinod. Hier kann man ständig was Neues entdecken, das ist Wahnsinn. Und jetzt geht's wieder raus. Ja, hier ist leider etwas zugewuchert. Ja, da geht's jetzt ganz schön runter. Ja, jetzt geht's durch die Oswaldhöhle. Das ist eine Durchgangshöhle. Ja, und hier geht's durch. Ja, und da hinten sieht man schon den Ausgang. Hier hat man eine schöne Aussicht ins Wiesental. Und da links würde der Mehlbärensteig auch, das ist ein wunderschöner Wanderweg, verlaufen. Den laufe ich aber heute auch nicht. Ja, und hier sind natürlich heute bei dem schönen Wetter am Samstag die Horden unterwegs. Ja, hier hat man einen schönen Blick auf Muckendorf. Und da rechts, wo die Felsen sind, da wandere ich jetzt dann weiter. Und ganz da hinten sieht man auch schon Ruine Neideck. Ja, in der Sonne ist schon wieder ganz schön warm. Da ging es jetzt links zur Rosenmüller Höhle hinter, aber die spare ich mir heute. War ich schon so oft drin und heute ist auch mir einfach zu viel los. Das war jetzt wieder ein brutaler Aufstieg. Und es geht jetzt hier auch noch weiter. Von den beiden Damen habe ich mich jetzt überholen lassen. Ja, das sind auch noch ein paar Aussichtspunkte, aber ein bisschen schwer zugänglich. Daher lasse ich das lieber sein. Na, endlich oben. Den Anstieg hatte ich aber auch in schlechter Erinnerung. Jetzt habe ich heute schon fast so viele Höhenmeter wie gestern, nämlich 600. Insgesamt 1800. Ja, hier geht es richtig runter. Ich gehe jetzt nicht mehr weiter vor bis zur Kante. Das spare ich mir. Das sind die Muggendorfer Wände. Ja, hier geht es jetzt so einen Höhengrat entlang. Hat auch ein bisschen Alpinencharakter. Ja, das ist auch ein schöner Fels. Und hier geht's weiter, jetzt Gott sei Dank bergab. Ja, hier hat man einen schönen Blick auf die Ruine Neideck. Leider ist es mit dem Licht nicht ganz optimal mit der Sonne. Aber wenigstens haben wir sie nicht gegen uns. Und da hinten ist schon Streitberg. Ja, da ist jetzt das lange Tal unter mir. Da geht's jetzt ein Stück runter und dann wieder auf der linken Seite weiter. Ja, jetzt geht's schon zur Muschelquelle und dann kommt dahinter Streitberg. Ja, hier geht's zum Felsentor hoch, das ist auch wunderschön. Aber ich bin heute leider schon zu erledigt, um den Umweg noch zu machen. Ich gehe jetzt Richtung Muschelquelle runter. Hier sieht man nämlich auch noch schöne Felsen. Ja, hier sieht man all die schönen Felsen. Und da weiter oben ist der Durchgang von dem Felsentor. Sehr schön, sehr weiter zu empfehlen. Ja, hier haben wir sogar überhängende Felsen. Das ist ein richtiger Brocken hier. Ja, die Hitze wird dann noch brutal, ich merke es jetzt schon. Ja, das sind jetzt schöne kühle Bäume, das tut gut. Da ist schon Streitberg und da ganz hinten Ebermannstadt. Nach Ebermannstadt muss ich noch, und zwar durch das Tal. Ja, die Muschelquelle ist ideal jetzt zum Kühlen, bevor es nachher in die Hitze noch geht. Ich will mir jetzt auch meinen Kopf doch nass machen. Ich habe mir auch schon ein bisschen gewaschen. Den Schweiß der letzten Tage abgewaschen. Naja, und dann kann ich mich in die Hitze wagen. Ja, jetzt habe ich mal das Tuch nass gemacht, die Kappe nass, mich selbst noch nass. Ja,
jetzt müsste ich zumindest eine Zeit lang gekühlt bleiben. Was sehen wir nochmal, die Burgruine in Neitig, wunderschön. Da sehen wir die Streitburg. Hier ist der Bahnhof Streitberg, aber da fährt nur die Museumsbahn. Ja, im Schatten ist es um Klassen angenehmer als in der prallen Sonne. Den Weg, den ich jetzt hier gehe, der ist für mich neu. Den kenne ich noch gar nicht. Ja, die Hitze ist, wie nicht anders zu erwarten, ziemlich brutal. Da fahren Kanufahrer. Ja, da ist der Hummerstein, da hätte ich natürlich auch drüber laufen können. Aber ich muss ehrlich sein, ich hatte keine Lust mehr auf weitere Höhenmeter. Ist doch schön, wie hier die Wiesen fließt. Ja, hier ist es schön am Flussuferbereich. Kommen lauter Boote hier. Ja, jetzt bin ich hier noch eingekehrt. In einem Rewe-Markt, im Fuchsbäcker Fuchs. Oh, mit einem eisgekühlten Cola. Sie hatten zwar nur ein Light, aber das ist aber das hat auch nicht so viel Zucker. Ja, das ist gut. Hier kann man am Fluss entlang marschieren. Da muss man nicht die blöde Straße entlang gehen. Ist doch noch mal idyllisch. Großes Ententreffen. Ja, so Flusswege sind doch immer was Schönes. Das ist doch noch mal schön hier. Eine Idylle mit Enten. Ja, das Ziel meiner 3-Tagestour. In einer guten Viertelstunde müsste dann der Zug kommen.